Die alten Völker haben sehr viel gewusst über das Verhältnis von Raum, Mensch und Kosmos. Unsere gesamte Natur, auch wir, sind harmonikal zum Universum aufgebaut. Aber wenn wir dieses Wissen für unsere Räume nicht benutzen, sondern einfach irgendwie bauen, dann bauen wir von Musikverständnis her disharmonisch. Und diese Disharmonie, die führt eigentlich zu einem krankmachenden Faktor. Ja, ich glaube, wir können aus der Geschichte und vor allem aus der Baugeschichte für unsere künftige Bauweise sehr viel lernen. Natürlich bevorzugt man heute für viele Aufgaben komplett andere Formen, Glastempel, krasse, schiefe Gebäude, die wiederum in den Architekturmagazinen hervorragend aussehen. Und auch da gehe ich der Sache gerne nach und schaue mir die ab und zu mal an. Aber mit einem bestimmten Interesse, und zwar suche ich dort den Bauschaden oder wie sich irgendwelche Abweichungen vom Üblichen bewähren. Ja, und da habe ich dann auch so ein gewisses, ja, möchte ich nicht sagen Vergnügen, aber eine Bestätigung, wenn das eben nicht so top funktioniert hat. Und das wird der Schritt sein, in das im Endeffekt wieder hingeht, wo wir eh schon von 300-400 Jahren waren, wo alle alten Häuser im Alpenraum gebaut sind und noch heute stehen. Es wird auf das wieder rauslaufen, wenn das Bewusstsein von den Leuten oder von den Menschen wieder so weit ist, dass diese Konservenbüchsen, wo sie jetzt drinnen wohnen, ihre Gesundheit und ihrem Leben nicht gut tun. Das braucht noch ein bisschen. Und das ist irgendwie so diese Übergangslösung dazu wieder. Ne? Das ist so, was der Mensch schön findet und merkt, aha, es ist Holz und doch homogene Oberflächen, mit denen ich mich anfreunden kann. Ich wollte eigentlich nie ein Haus bauen. Ja? Und dann habe ich aber mich natürlich mit dem Kreis beschäftigt, was der Kreis eigentlich bedeutet, ja, auch von der Symbolik her. Das ist einfach die Ganzheit. Als Bildhauer hat man einfach viele Ideen und das ist jetzt eigentlich mein größtes Werk geworden, das ich eigentlich umgesetzt habe. Die Idee natürlich auch dahinter war, eine Kulturseele, ja, einen Raum für die Seele zu schaffen. Der Kreis hat einen Freundeskreis, einen Familienkreis, der ist eigentlich urbildhaft, steht eigentlich für die Seele, eigentlich für die Ganzheit. Es ist egal, wo man hinschaut, also so ist es beim Bau das Gleiche, nicht, dass alle Normen und Vorschriften immer von der Wirtschaft gemacht werden. Nicht? Also jetzt nicht zugunsten von wirklich dem lebensfreundlichen Umgebung für einen Menschen, also menschenfreundliche Umgebung, ja. Also artgerechte Menschenhaltung sozusagen, sondern das geht immer noch am wirtschaftlichen Aspekt. Ja, und das war immer mein Bestreben und auch meine ganze Forschung. Muss man denn wirklich so teuer bauen, wie wir heute bauen? Muss man so fest bauen, wie wir heute bauen? Und die Jurte ist ja von vieler Warte her eine ganz geniale Bauweise. Sie ist in Ländern entstanden, wo es fast nichts gibt. Es gibt dort eigentlich nur Schafe, es gibt keine Bäume nicht einmal. Im Winter kann es bis zu über 50 Grad minus bekommen. Im Sommer kann es bis zu 50 Grad plus bekommen. Und mit dem müssen die leben. Es ist von daher eine in vielerlei Hinsicht ganz geniale Bauweise. Ja, danke. So, drücke ein kleines Stück, so, ja, genau.
Dieses Runde, dieses Heilige mit der heiligen Geometrie ist schon energetisch unserer Meinung nach höher als in einem gewöhnlichen Haus. Ja. Ja. Unbedingt. Das Raumklima, auch die Verbreitung der Wärme, das Heizen. Also wird saunawarm in unserer Lernhütte. Also es spart da und dort Kosten und Energie und man fühlt sich sehr wohl.